Let's Play Baphomets Fluch 1. Ja, nachdem die letzte auch schon eine XXL-Folge war, dachte ich, ich mach doch noch eine. In dieser Folge werden wir nach Syrien reisen. Genauer gesagt nach Marib. Und dort eine Menge erleben. Ja, dann machen wir das doch mal. Los geht's. Ja, die Musik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Einige großartige Angebote liegen in dem Regal, vorausgesetzt, man betreibt ein Museum für Plunder. Ich habe weder das Geld noch den Wunsch, etwas von dem Müll zu kaufen. Ein altes Spielzeug und eine billige Gipsstatue. Hier scheint es nichts Brauchbares zu geben. Okay. Der Typ ist ein hässliches Scheusal und sieht aus, als ob ihm die Spelunke gehört. Heda, junger Mann. Speak you the English? Speak you the Anglaise? Parlez-vous anglais? Ja, sie und wirklich, oui. Und eher besser als sie, wie sich's anhört. Ich bin Neo. Willkommen in meinem Reich ausgesuchter Qualitätsprodukte. Okay. Das ist aber keine freundliche Katze, Neo. Nein, Sir, sie ist eine sehr unfreundliche Katze. Warum behältst du sie dann? Oh, sie gehört mir nicht. Sie legt sich dahin, wo es ihr passt. Und heute passt es ihr, sich hier hinzulegen. Wie Kipling sagen würde, eine Katze hat ihren eigenen Kopf. Absolut unabhängig. Und sie stinkt. Okay. Ist das dein Vater, der da hinten am Stand herumlungert? Er ist es. Ein netter, brüllender Zeitgenosse. Er heißt Ayub. Hört sich nicht so an, als ob du ihn sehr schätzt. Wirklich? Ich schätze ihn nicht nur, ich mag ihn sogar. Dafür, dass er ein so großes Geschrei macht, kommen wir gut miteinander aus. Okay. Das ist also der Marktstand. Oh, ja, Sir. Obwohl der Ausdruck Stand ihm nicht gerecht wird. Dem großartigsten in dieser geschäftigen Metropole. Das hier ist eine geschäftige Metropole? Nun, nicht per se eigentlich, nein. Was kosten die Bücher auf diesem Regal? Haben Sie syrische Pfund? Ich habe, glaube ich, ein paar irische Pfund. Dann sind sie für Sie zu teuer, Sir. Okay. Ja, ich bin jetzt ein bisschen wortkarg, weil ich möchte nicht die Dialoge. Ihr kennt mich ja. Du sprichst unsere Sprache sehr gut. Danke, Sir. Ich habe es von Kassetten abgehört, wie mein Onkel gehandelt hat. Oh, ein Sprachkurs. Nein, Sir. Chiefs and Wooster. Gassi Finknattel und Agatha Watto. Sagt dir das Wort Templer etwas? Templer, Templer, Templer. Warum? Ja, natürlich. Also doch. Ja, eine tolle Romanserie von Leslie Chadwick. Mit dem spitzbübischen Mr. Simon Templer in der Hauptrolle. Nee. Großartig. Du warst eine wirkliche Hilfe, Neo. Sonst noch was? Die Fernsehsendung Simon Templer in der Hauptrolle Roger Moore mit der fragenden Augenbraue. Und vorneweg ein Kerl mit Heiligenschein. Nee, meint man nicht. Alles, was dir zu Templer einfällt, ist Roger Moore? Ich habe es eigentlich nur wegen dem Kerl mit dem Heiligenschein angeschaut. Bei dem waren die Animationen besser. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Wort Templer dir nicht viel sagt. Nun, es gab da noch den Ritterorden, der 1312 von der Inquisition ausradiert wurde. Soviel ich weiß. Die meine ich. Was weißt du noch darüber? Wie viel Information passt Ihrer Meinung nach auf eine Trivial Pursuit-Karte? Eine was?
aus der Mittelalter-Edition. Wir hatten sie vor ein paar Jahren mal am Stand. Fragen Sie mich doch mal, was ein Kanoniker ist. Los, das weiß ich alles. Vergiss es. Okay, vergiss für einige Minuten die Templer. Was weißt du über Ritter? Etwa die Kreuzritter? Sie kamen in einer wahnsinnigen und sinnlosen Mission in den Osten. Sie opferten Tausende von Menschenleben, einschließlich ihrer eigenen, für ihren Hochmut. Wie jemand daran was Romantisches finden kann, das verstehe ich nicht. Okay. Zeigen wir ihm nochmal das hier. Was hältst du davon? Nun, abgesehen vom Augenfälligen nur wenig, obwohl mir das Muster bekannt vorkommt. Na, was hältst du davon? Oh, Sir, was für ein famoses Spielzeug! Eines Tages, wenn ich reich bin, baue ich eine weltberühmte Sammlung an knallbunten Bällen auf. Ist das dein Ernst? Todernst! Die Leute werden von weit her kommen, um meine... Ja? Sammlung zu besichtigen. Die Rockefellers und die Gettys können ihre Kollektionen der sogenannten hohen Kunst behalten. Beantworten Sie eine Frage. Was nützt ein Picasso, frage ich Sie, wenn man ihn nicht gegen die Wand werfen kann? Der Punkt geht an dich. Okay. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Okay, Leute, dann gehen wir mal nach rechts. Mal gucken, was es hier noch so gibt. So. Hallo, wie heißen Sie, Sir? Hallo, hallo, Sie kaufen Kebab? Ganz gut. Alles klar. Na dann. Ah, ganz gut. Wollen wir doch mal. Mal gucken, was haben wir denn hier? Hallo, das sind aber ausgesucht schöne Teppiche. Hallo, Sir, schöne Teppich. Moment mal, dieses Muster kommt uns doch bekannt vor, Leute, oder? Natürlich. Was fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen ein? Ah, gib mir, Alamut. Alter Schwede, geht das da weit hoch. Viele erlauchte Grüße, mein glücklichste aller möglichen Freunde. Hä? Kennen wir uns, Mister? Okay. Nein, nein. Und abermals sagen, nein. Aber mein Freund, Sie nicht sehen das gegenseitige Glück für uns in dieser Zusammentreffung? Wie ehrlich darf ich denn antworten? Sie seien ein fremder Reiser, nicht wahr? Mann, Sie müssen ja wirklich der größte Detektiv der Welt sein. Nein. Wurde mich gesagt, ist Sherlock Holmes mit großer Stirn und Pantoffel voll vom Pfeifetabak. Ich gegensätzlich bin größter Luxustaxifahrer der Welt. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich bin Ultar, Taxifahrer und exzellenter Luxusführer. Jawohl. Das muss ich mir einfach anhören. Wohin wollen euer Herz gehen? Erwähnung nur Namen zu euer unterwürfiger Diener und wir dorthin fliegen so schnell wie auf Flügel des Igel.
Oh, naja, eigentlich will ich Mareb noch nicht verlassen, aber wenn, dann werden Sie der Erste sein, der es erfährt. Ist gut. Sie wissen, wohin wollen. Sie kommen zu Ulta. Danke. Wir sehen uns dann, Ulta. Sie haben erfreuliche Tag, voll von strahlender Erfahrung und Freudigkeit. Soll sein, mein Freund. Okay. Hallo, einen netten Club haben Sie hier. Ich frage mich, ob Sie mir wohl helfen könnten. Was? Ich meine, wie bitte? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Wenig Überraschung, das. Er sagen sorry, aber er nichts sprechen Englisch. Aber der hat doch gar nichts gesagt. Er habe nichts Zunge. Keine Zunge? Was ist passiert? Wetter gewesen. Und er hat verloren. Er gewinnen. Sie sollten sehen, andere Kumpelchen. Oh ja? Abermals einen wunderschönen Tag, mein Freund. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen, wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Was haben wir da für ein Schild? Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Oh, Verzeihung. Haben Sie etwas gesagt? Er sagen, du nix geh in Toilette. Du lesen Schild, Kumpelchen. Kumpelchen? Es verlieren ein wenig durch Übersetzung. Mein Arabisch hat etwas mit meinem Japanisch und meinem Russisch gemeinsam. Ich kann in keiner dieser Sprachen auch nur ein einziges Wort entziffern. Okay. Die Notiz sagt mir gar nichts. Indem ich die Notiz ganz fest anstarre und dabei meine Augen leicht zusammenkneife, erkenne ich, dass ich kein Wort lesen kann. Okay, dann fragen wir doch mal unseren Ulta hier. Entschuldigung. Da bin ich wieder, Ulta. Große Hallos, wohlwollender Fremdling. Und möglicher zukünftiglicher Kunde. Naja, man weiß ja nie. Wollen wir mal ein bisschen reden? Ist höchst möglich. Nur solche Art. Ulta lernen seinem äußerst hervorragende Englisch, ja? Ja. Okay. Könnten Sie mir übersetzen, was das Schild hier bedeutet? Stehen drauf, Türe bleiben zu, bis Bürste zurückkommen. Unterschrift Manager. Ah ja? Und was heißt das? Manager kaufen wunderschöne neuen Toilettenbürste. Lassen alleine bei Waschbecken nur 10 Minuten. Zurückkommen, Bürste gestehlen. Gestohlen. Nicht einmal ausgepackt von Plastik. Er ist sauer. Verschlossen Toilettentür sagen, niemand benutzen schöne funkelnde Toilette, bis Bürste wiederkommen. Wir sagen, was wir anfangen bis dann, eh? Er sagen, Beine kreuzen und überlegene Willenskraft anwenden. Und das macht ihr alle seither? Nein, Ultar benutzen Eimer. Was wissen Sie über den Kebab-Verkäufer? Ein höchst unglücklicher Mann. Ultar sagen, lachen mal, Kumpelchen. Vielleicht passieren gar nichts. Und er sagen, Schnauze, Ultar. Schlimmer geht's ja wohl kaum. Doch. Arto machen dabei Gesicht wie Nieselregen an Mittwochnachmittag. Was immer das sein mag. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Natürlich. Ja? Was können Sie mir darüber sagen? Große Skibob-Band in die 60er. Nein, die meinte ich weniger. Wer hat das Bob in das Bob-Skibob-Doo-Wop gepackt? Ja, ja. Eine der ewigen Fragen des Universums. Dieser Schuppen ist aber wirklich schwer zu finden. Oh ja. Höchst exklusiv. Mitgliedschaft bestimmt nicht mehr als
wertiger Herr, was Sie schätzen von Bevölkerung in Dorf, mengenmäßig? Bitte? Ach so, keine Ahnung. Höchstens ein paar tausend. Dann ich schätze Mitgliedschaft nicht mehr als höchstens ein paar tausend. Was wissen Sie von dem Jungen auf dem Markt, Neo? Neo? Ah, Ayubs Junge. Zu groß für Sandalen. Ich spreche hervorwiegendes Englisch. Und er lacht. Er sagen, Ultar, du Riesenochse. Du spaltest Infinitive. Ich antworte, okay. Ich spalte deinen Kopf. Wenn du stillhalten lange genug dafür. Reichlich lustig, ja? Umwerfen komisch. Sie sollten Ihre eigene Show im Privatfernsehen haben. Dann zeigen wir ihm nochmal das hier. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, höchst sicherlich. Sein hier gestern. Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Ja, fragen viele Fragen, wie Mr. Sie? Wonach hat er gefragt? Er fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Wonach hat er noch gefragt? Er fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sage Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel. Etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 60. Wann war das? Oh, vielleicht Woche her. Okay. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer. Für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden? Und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückesgeschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? Okay, in Ordnung. Lassen Sie uns abhauen. Zunächst, bedauerlicherweise, Formalitäten. Fahrt nach Bull's Head, 50 Yankee Dollars, bitte. 50 Scheine? Ich habe keine 50 Scheine. Oh, höchst unerfreulicher Wender. Ultar dann bedauern, aber nicht können werten Herren mitnehmen auf Reise von Leben. Warten Sie mal, Ultar, gibt es denn nichts, was ich Ihnen zum Tausch anbieten könnte? Wünschte wäre so, geschätzter Freund. Aber mein Taxi brauchen Benzin und sein Schalldämpfer brauchen Schalldämpfer, Doktor. Also Tausch nicht möglich. Mein Herz weint über Ungerechtigkeit. Aber die Parole sein Dollars oder nix. Oh, unglückseliger Amerikaner. Okay. Nochmal zum Thema Bull's Head Hill. Sie haben Verlangen, diese wunderbare Naturschauspiel zu besuchen. Sehen, ja? Tja, vielleicht. Unglaubliche Glücksfall. Bull's Head Sonderangebot. Nur 50 Yankee Dollar. 50, wie? Naja, ich habe immer noch kein Bargeld, weder amerikanisches noch sonstiges. Oh, höchst extrem unerfreulich. Die Genüsse des Bull's Head Hill müssen so warten, ich verfürchten. Okay. Wir sehen uns noch, Ulta. Möge es Ihnen höchst gut ergehen, werter Herr. Okay, dann... müssen wir noch eine Weile hier bleiben.
Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste. Sie hat wohl nie das Innere einer Klosettschüssel gesehen, ist aber dennoch wenig appetitanregend. Okay. Alles klar. Dann besorgen wir erstmal die Klobürste wieder. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Damit wir da im Club weiterkommen. Ich habe kürzlich einen interessanten Typ kennengelernt, einen Taxifahrer. Ah, das muss Ulta sein. Ein barbarischer Bursche. Ach, so schlecht ist er auch wieder nicht. Kennen Sie seinen Akzent, wenn er Englisch redet? Genauso ist sein Arabisch. Wer ist der Typ, der die Kebabs verkauft? Oh, das ist Arto, ein mieser Kerl. So viel steht fest, Sir. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ist er auch nie. Tag aus, Tag ein Gesicht wie ein nasses Handtuch. Okay. Wie immer, die auch aussehen. Spricht er meine Sprache? Nicht unbedingt, nein. Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthos Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arto hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen, vielleicht. Entschuldigung. Unter Umständen? Frosche im Hals. Vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. Kaufmann? Hier ist doch nicht die Börse. Nun, wenn Sie unhöflich werden. Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie etwas haben, das meine Langeweile lindert. Eine Kugel der Freude. Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens. Du meinst den Ball, oder nicht? Etwas Kleines, Kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht. Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht? Kann ich den Ball zurückhaben, Sir? Also gut, hier ist er. Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag. Es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Ja, das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il Agel Kalb. Il Agel Kalb? Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird sich überschlagen, alles für Sie zu tun. Wirklich? Wirklich. Was genau bedeutet Il Agel Kalb? Ein höflicher und freundlicher Gruß. Er wird alles für Sie tun. Wir sehen uns, Neo. Tschüss dann, Sir. Oh, scheiße. Leute, ich muss doch nochmal in die Kontaktlösung gucken. Komplettlösung. Ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Okay. Nee, doch alles gut.
Entschuldigung, meine Wortwahl, das ist mal einfach so rausgerutscht gerade. Nochmal hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. Il Ackelkalb? Oh, dreckig! Schlecht! Schlecht! Oh, ich töte dich! Oh, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit. Okay. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart erneut wieder. Was haben wir dem armen Kerl denn da gesagt? Was bedeutet Il Ackelkalb? Wer sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arto sagen. Und Arto dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch miserabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar, meinen Fleisch von Hund. Oh. Dann erstmal tschüss, Ultar. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Okay. Also. Dann müssen wir dem Kollegen jetzt leider mal... Dann müssen wir dem Kollegen Leo da unten jetzt leider mal den Kopf waschen. Hallo Neo. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebab-Verkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arto wegliefen, konnte der aufgebrachte Arto die Bürste nicht benutzen. Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebab-Verkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Oh, nichts. Ist schon gut.
Na, dann bringen wir doch mal die Würste zurück. Auch wenn die jetzt vermutlich ein bisschen eklig aussieht, aber... Eine Bürste mit kurzem Griff und abgenutzten, verfilzten Borsten. Abermals einen wunderschönen Tag, mein Freund. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen, wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Naja, ein paar Brocken Arabisch kannte ich schon. Aber es wäre weder schlau noch höflich gewesen, sie hier anzubringen. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wieder zu bekommen. Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Leute, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Der Schlüssel zur Clubtoilette. Ein endlos Handtuchspender. Mal gucken. Das Becken scheint ganz sauber zu sein, aber es fehlt der Stöpsel. Thank you.
Mr. Henderson. Teufel, Junge, ich bin nicht im Büro. Nenn mich Dwayne. Okay, okay, Dwayne. Ich heiße George Stobbart. Oh, da können wir aber ordentlich... Schon mal von einem Hügel namens Bull's Head gehört? Glaube nein. Wo ist das? Weiß ich nicht, das versuche ich gerade herauszufinden. Bull's Head, was? Das muss ich mir merken, klingt sehr malerisch. Haben Sie Ulta getroffen? Oh, die luxuriöseste Taxifahrt mit Klimaanlage muss fahren. Ja, der Taxifahrer. Wollte uns reinlegen, ist mit uns wild in der Gegend herumgekurvt. Okay. Haben Sie mit Neo gesprochen? Neo? Er ist der Junge an dem Plunderstand, stimmt's? Ja, wir haben ihn getroffen. Er ist ein kluger Junge. Spricht 4 Sprachen und war nicht einen Tag in der Schule. Krass. Er könnte es weit bringen. Allerdings hat er versucht, uns so einen Plunder anzudrehen. Sie werden hier nichts Wichtiges finden. Ich weiß das. Und Sie wissen das. Aber versuchen Sie mal, das Pearl zu erklären. Sie glaubt, in diesen öden Ständen wären echte Antiquitäten versteckt. Okay. Haben Sie dem Kebab-Verkäufer etwas abgekauft? Überhaupt nicht. Pearl hatte schon einmal einen schweren Anfall von Montezumas Rache. Sie sind weit weg von zu Hause, Dwayne. Könnte dasselbe von Ihnen sagen, George. Ich bin nur auf Urlaub, das ist alles. Ohne Fotoapparat? Etwas nachlässig, von so weit herzukommen. Und keine Bilder zu machen. Was dagegen, wenn ich ein Foto von Ihnen mache, George? Was? Wozu? Oh, Sie hätten mich warnen können. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder, George? Die Leute zu Hause werden sich sehr dafür interessieren. Was machen Sie, Dwayne? Hab ich das nicht gesagt? Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Jupp, wir sind aus Cleveland, Ohio. Okay. Pearl schreibt dafür die Gedichte. Sie sollten sie bitten, einige zu rezitieren. Wo ist Ihre Frau, Dwayne? Pearl. Oh, sie ist hier irgendwo auf der Suche nach Schnäppchen. Wie lange sind Sie verheiratet, Dwayne? Teufel, muss jetzt schon 30 Jahre sein. Ich habe das mittelalterliche Bildnis einer Frau gesehen. Königstum oder Adel, irgend so etwas. Sie schaute in einen Spiegel. Aber das Abbild stellte einen Mann mit 3 Gesichtern dar. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie brauchen eine Therapie. Oh Mann. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich eine sonderbare Frage stelle? Okay, aber vielleicht antworte ich darauf nicht. Wissen Sie etwas über die Templer? Die Tempelritter? Ja. Nö, überhaupt nichts. Hey, Sie wussten, dass es ein Ritterorden war. Was ich weiß und was ich sage, sind 2 verschiedene Dinge, Junge. Ich habe mich nicht so lange in diesem Geschäft halten können, ohne das zu wissen. In diesem Geschäft? Klar. Dem Geschäft mit Glückwunschkarten. Oh, bitte. Sagt Ihnen dieses Bild eines Ritters, der eine Kristallkugel hält, irgendetwas? Teufel, nein. Was will ein Ritter mit einem Stück Glas? Ich weiß nicht, das ist das Problem. Stimmt etwas nicht, Junge? Es ist keine Kristallkugel. Jetzt wird mir alles klar. Was die Verschwörer als Verlust beklagt hatten, die seltsame Schlussfolgerung im Manuskript. Es ist eine Linse. Okay, bis bald, Dwayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. Es ist nur eine Vermutung, aber ich halte die Frau für eine amerikanische Touristin. Nennt mich einfach Sherlock. Hallo, ich frage mich, ob Sie mir helfen können. Was? Hallo, schöner Mann, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin George. Ich habe eben... Es ist entzückend, Sie zu treffen, George. Ich habe...
Ich bin Mrs. Henderson, aber Sie können mich Pearl nennen. Okay, Pearl. Ich habe... Ach, es ist so schön, einen Amerikaner so weit weg von zu Hause zu treffen. Pearl? Ja, liebe ich? Ich frage mich, ob Sie mir helfen könnten. Aber natürlich, Herbstchen. Verstehen Sie etwas von mittelalterlicher Weberei? Ich mache ein wenig Handarbeit, aber mein Gott. Ist okay, das war etwas weit hergeholt. Ich habe mit Ihrem Mann geredet, Duane. Oh. Ja, er erzählte mir, dass er eine Firma für Glückwunschkarten leitet und dass Sie die Gedichte dafür schreiben. Oh, ja, natürlich. Ich bin der Künstler in der Familie. Sagen Sie mir, George, möchten Sie eins meiner Gedichte hören? Ja, schießen Sie los. Okay, Liebling. Jetzt geht's los. Unser Mitleid in diesen Tagen, wenn das Herzelein dir zerspringt. Ich mag das mit dem Herzelein. Das hat's dir, nicht wahr? Wir kennen den Kummer. Du musst ihn ertragen, da dein Schnauzer gebissen ward von einer Schlange. Ach, das berührt mich jedes Mal. Was meinen Sie, George? Das ist für ganz spezielle Fälle, nicht? Meinen Sie? Davon verkaufen wir recht viel, Liebes. Erzählen Sie mir etwas von sich, Pearl. Von mir? Oh, das Interesse eines Gentlemans ist immer so schmeichelhaft. Nun, mein Mann und ich betreiben eine Firma für Glückwunschkarten in einem schmucken kleinen Örtchen namens Akron in Ohio. Akron? Schmuck? Klein? Warten Sie mal, hat nicht Duane gesagt, Sie wären aus Cleveland? Was meinen Sie, Goldhase? Oh, nichts, ich habe nur laut gedacht. Ich habe Ihren Mann schon getroffen. Er ist ein sehr interessanter Charakter. Deswegen habe ich ihn geheiratet. Sie sagten, Ihre Firma sei in Akron? Und Duane sagte, sie sei in Cleveland, ganz sicher. Nun ja, hat er. Duane war in der Marine, in Vietnam, verstehen Sie? Okay. Wie auch immer, er hat eine Störung. Das Problem ist, er bringt Dinge durcheinander. Wir sind vor 5 Jahren aus Cleveland weggezogen. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht... Er wird doch etwas paranoid. Er denkt, er ist ein Spion oder so etwas. Es tut mir leid, Pearl. Machen Sie sich keine Sorgen darüber, George. Wir können damit leben. Haben Sie den Taxifahrer getroffen? Ulta. Hilfe, ja. Was für ein großer Mann. Sehr muskulös. Aber Sie haben keine Runde mit ihm gedreht, oder? Also, George, Sie sind mir ja wirklich der absolute... Oh, Sie meinen im Taxi? Nur gefahren? Nein, Duane hatte kein Interesse, deswegen haben wir es gelassen. Haben Sie etwas vom Kebabstand gekauft? Um Gottes Willen, nein! Mit meiner Verdauung? Okay. Haben Sie mit dem Jungen geredet, der den Stand mit all dem Nippeskram betreibt? Ach, Sie haben ihn getroffen. Sein Name ist Mio, wissen Sie? Ach, er ist so süß. Ich könnte sterben. Ach, ich würde ihn gern verschnüren und mit nach Ohio nehmen. Er könnte etwas dagegen haben. Ich suche nach etwas Antikem, verstehen Sie? Etwas, womit ich die Leute zu Hause beeindrucken kann. Der arme Junge hatte sein Bestes versucht, aber wir haben immer noch nichts gefunden. Haben Sie jemals etwas von einem Ritterorden namens Templer gehört? Kommt mir bekannt vor. Ich erinnere mich, Duane hatte ein Buch. Der heilige Irgendwas und der heilige Irgendwas anderes. Ach, es fällt mir nicht mehr ein. Ich habe ein bisschen darin gelesen. Und? War in meinen Augen ein ziemlicher Quatsch. Aber Duane hatte es gern. Verschwörungstheorien sprechen seine Paranoia an. Er glaubt, die Freimaurer hätten Elvis wegen seiner Umweltansichten erschossen. Manchmal ist er halt ein wenig verwirrt. Haben Sie mal von einem Hügel namens Bull's Head Hill gehört? Nein, nein, habe ich nicht. Ist er hier in der Nähe? Da bin ich mir nicht sicher. Klingt so schrecklich romantisch. Bull's Head Hill.
Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Ist in Ordnung. Wir sehen uns später. Alles klar. Der Fall hat der Statue nicht gut getan. Die Arme sind abgebrochen und zerbröselt. Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Was halten Sie davon? Sieht aus wie etwas, das Pearl interessieren könnte. Allerdings nicht alt genug. What the hell? Auf gar keinen Fall. Okay. Tja, Leute, dann muss ich jetzt doch mal in die Komplettlösung reingucken. Tut mir leid. Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Okay, Leute, hier machen wir dann im nächsten Teil weiter. Und ich probiere jetzt hier noch ein bisschen rum. Denn ihr müsst das ja nicht alles mitkriegen, sonst wird das ein bisschen langweilig für euch. Bis dahin, ciao.
Leute, ich habe mich doch entschieden, einen Teil daraus zu machen. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und habe es dann doch hinbekommen mit dieser Statue hier. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Dwayne. Wo ist er? Ah, da kommt er. Hallo Dwayne. Hallo George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Was halten Sie davon? Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nichts. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Alles klar, jetzt kommen wir doch schon weiter. Okay, Leute. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Haben Sie das amerikanische Paar getroffen? Haben Ultar getroffen? Haben Ultar getroffen. Ja, Ultarn haben getroffen. Und? Höchst ungroßzügig. Ultar Angebot zu zeigen die Sehenswürdigkeiten von Land. Sie sagen, gibt es was Altes hier? Ultar sagen, ja, natürlich. Natur, sehr alt sein. Sie sagen, nein. Irgendwas Altes von Menschenhand. Ultar sagen, haben gesehen Taxi? Keilriemen, älter als Ozymandias. Aber sie gegangen. Okay. Nochmal zum Thema Bull's Head Hill. Sie haben Verlangen, diese wunderbare Naturschauspiel zu besuchen. Sehen, ja? Tja, vielleicht. Unglaubliche Glücksfall. Bulls Head Sonderangebot, nur 50 Yankee Dollar. 50, wie? Okay, abgemacht. Hier ist die Knete. Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, wahre Knete zahlt die Miete. Miete. Mister, wir müssen uns in Eile üben. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Oh, okay. Ich bin in einer Minute da. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften. Also lasse ich sie lieber auf der Theke.
Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marit. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bäh, ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr haben vergessen, was Taxis sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durchs Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten. Wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. Können Sie damit etwas anfangen? Mein Freund, das sein richtige Teil. Ulta nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in 2 Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann. Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bull's Head? Nachmittag. So, jetzt sind wir also in Bull's Head. Klar. Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Ach da. Der Stock, den ich abgebrochen habe, ist überraschend hart und lässt sich nicht biegen. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Jetzt bin ich im Besitz des patentierten Stobbert Stock Handtuchs. Wenn ich nur wüsste, was man damit anfangen soll. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab.
Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. So. Also. Und dann. Super. Was machen wir jetzt? Da ist was zum Angucken. Gucken. Aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Ich greife den Ring ganz fest und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. Oh oh, Leute. Ich glaube, wir sollten mal speichern. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Ich untersuche die Türe peinlichst genau, oben und unten. Ich suche nach Hebeln zum Umlegen, nach Ringen zum Ziehen, nach Tafeln oder Knöpfen zum Drücken, genau wie im Film. Und finde überhaupt nichts. Ich kann nicht umhin, die schwachen, blutigen Fingerabdrücke auf dem Stein zu bemerken, als ob jemand versucht hätte, sich mit den Fingernägeln durchzukratzen. Boah, krass. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes, voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Auf jeden Fall ist es aber ein hässliches Bildnis. Okay. Was haben wir hier noch? Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Und ich habe weder eine Kamera noch einen Notizblock, um sie aufzuzeichnen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay. Das muss reichen. Okay, in Ordnung. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden.
Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Okay, jetzt müssen wir nur hier irgendwie rauskommen, verdammt nochmal. Wie machen wir das am besten? Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Und ich habe weder eine Kamera noch einen Notizblock, um sie aufzuzeichnen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay. Das muss reichen. Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta! Komm nicht rein, es ist eine Falle! Bleib, wo du bist! Wie? Hallo, Mr. Stobbert. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbert, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobbert. Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Versuchen wir das mal. Ja, er hatte so eine Art Linse bei sich. Ich habe sie bei mir. Geben Sie sie mir. Nein, ich glaube lieber nicht. Seien Sie kein Narr, Mr. Stobbert. Wenn ich sie Ihnen gebe, was sollte Sie dann noch davon abhalten, mich umzubringen? Was sollte mich überhaupt davon abhalten, Sie umzubringen? Sie könnten die Linse treffen. Nicht, wenn ich Sie in den Kopf schieße. Wenn ich hinfalle, könnte die Linse kaputt gehen. Sie argumentieren überzeugend, Mr. Stobbert. Vielleicht erleben Sie ja doch noch den nächsten Morgen. Vielleicht. Gab es sonst noch was Wichtiges? Wie war das? Sagen wir mal die Wahrheit. Naja, da stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Was stand da? In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Mr. Stobbert,
Ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Ich kann nicht riskieren, dass Sie aus Versehen meinen Feinden helfen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Was genau meinen Sie damit? Ich bin ein Profi. Sie werden keinen Schmerz fühlen. Oh Mann, Sie wollen mich umbringen? Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Nun, okay. Naja, was soll's. Hier. Es war ein weiter, weiter Weg darunter. Unten konnte ich Ultas Wagen sehen. Ja! Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Ich bin sicher, du wirst sie gut gebrauchen können. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Und das ist keine Kristallkugel, es ist die Linse, die ich in Mareb gefunden habe. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Okay. Dann statten wir jetzt noch einmal dem Museum einen Besuch ab. Die Vitrine ist leer. Die Vitrine als solche ist intakt, aber da, wo sich das Dreibein befunden hat, liegt jetzt ein Schild mit der Aufschrift Objekt vorübergehend entfernt. Hi, André. Hallo, George. Warum machen Sie so ein langes Gesicht? Haben Sie es denn noch nicht gehört? Das Dreibein wurde gestohlen. Sie machen Witze.
Ich verstehe das einfach nicht. So viele andere Schätze und die Diebe haben sich das Dreibein ausgesucht. Ein moderner Alchemist vielleicht? Wer weiß, in Paris laufen genügend Verrückte herum. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet, sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen. Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber, erinnern Sie sich? Ja, was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta sita est in ora mundi. Die Insel Britannien? Liegt am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Okay. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Glauben Sie, die Schriftrolle könnte eine Karte zu einem Templerschatz sein? Ehrlich gesagt, nein. Das ist zu weit hergeholt. Sie ist ein interessanter und seltener Fund, aber das ist auch schon alles. Aber wäre das nicht toll, wenn es sich um eine Karte handeln würde? Der Schatz der Tempelritter. Eine wunderbar romantische Vorstellung, George. Aber extrem unwahrscheinlich. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Was ist los da drüben? Muss ich gleich mal gucken gehen. So, dann gehen wir noch mal zu Nico und klären sie auf. Nico, hey. Oh, hallo, komm rein. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Okay. Okay, dann. Thank you.
Seite. Und hier geht's dann im nächsten Teil weiter. Bis dahin. Hannes ist raus. Ciao.